Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Einkommen eingezahlt, 48F im Banken, so, okay. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Gucken nochmal ganz schnell hier, ob das vielleicht sich hier irgendwo versteckt, das Symbol. Nein. Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und wir gehen erstmal ganz schnell auf einen Aussichtsturm, genießen dort die Aussicht und werden logischerweise auch die Karte aktualisieren. Esquilino. Esquilino, so ist richtig. Der südlichste der sieben Hügel Roms, der Esquilin, war ebenfalls ein beliebtes Wohngebiet. In einer Demonstration von Humanität und Großzügigkeit konfiszierte Nero den Grundbesitz und ließ sein riesiges goldenes Haus hier errichten, das gelinde gesagt opulent ausgestattet war. Okay. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich die ganzen Sachen immer vorlese, aber wie gesagt, interessiert mich halt selbst auch. Terme di Traiano. Wie bei vielen von Trajans Projekten nimmt man auch bei diesem großen Vergnügungs- und Badehaus an, dass es von Apollodorus erbaut wurde. Das Gebäude steht auf einem Teil von Neros zerstörten goldenen Haus und war ursprünglich als öffentliches Bad ausgelegt. 537 wurden bei der Belagerung durch die Goten fast alle Aquädukte zerstört und durch den Wegfall der Wasserversorgung wurden die Trajans-Thermen in der Folge aufgegeben. Ein weiteres öffentliches Bauprojekt, das furchtbar in die Hose gegangen ist. Aber ich bin sicher, man musste nur im Kolosseum ein paar Christen den Löwen zum Fraß vorwerfen, um das Volk wieder ruhig zu stellen. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich. Kann man nicht irgendwie ein Pferd rufen, das dann herkommt und auf dem man laufen kann, reiten kann, weil das ist dort hier echt schon ziemlich lang alles. Zum Glück kann man endlos lang sprinten, das ist besser als nix. Man muss sich also nicht irgendwie regenerieren oder ähnliches. Oh, man kann hier bestimmt hoch. Sehr schön. Ich gehe nämlich mal stark davon aus, dass wir nach oben müssen. Also da unten hätten wir wahrscheinlich erst irgendwie in die Stadt reinfinden müssen. So, dann gehen wir mal schnell zu dem Turm. Okay, der Turm ist doch weiter weg von dem Missionsziel als gedacht, aber ist mir jetzt auch... Oh nein! Ach, wie mir das auf den Sack geht, Mann! Ich kann da wieder nicht hin, weil es noch nicht zu meiner Erinnerung gehört. Ich kann es nicht synchronisieren, weil ich nicht weiß, was da ist. Egal, dann machen wir eben erstmal das Quest weiter. Den Brief zu Machiavelli bei den Trajans-Thermen bringen. Okay. Oh, oh. Oh, falsche Waffe. Okay, es ist gar nicht so einfach immer. Es sind echt verdammt viele. Wie krass das ist, so viele auf einmal umzubringen, oder? Es ist gar nicht so einfach, so viele Gegner auf einmal umzubringen. Ach, da habe ich jetzt irgendjemand mit einem, ich weiß nicht, was es war, ein Pfeil oder sowas angegriffen. Na? Aber dadurch, dass man halt direkt mehrere auf einmal so schnell töten kann mit diesem Attentat irgendwas, kamen diese Mörder nur her. Ist es eigentlich ganz cool. Okay, ich hätte keine Gesundheit verlieren dürfen, dann wäre die Synchronisation besser gewesen. Es gibt also auch immer noch solche Nebenaufgaben, aber okay, darauf habe ich gerade gar nicht geachtet, sonst hätte ich mich vielleicht noch einen Tick mehr angestrengt. Was stand da gerade? Ach ja, stimmt, man kann die Toten nach Geld durchsuchen, aber... Ja, das war nicht der Plan. Das dauert mir jetzt zu lange, jede Leiche nach 10 Foren oder sowas zu durchsuchen. Schön, dass er einfach reinspringt. Er weiß gar nicht, wie tief es runter geht. Er könnte sich gerade mal alle Beine brechen oder direkt sterben, wenn es zu tief ist. Aber er ist eben todesmutig. Wenn Sie mit Ihren Fäusten kämpfen, können Sie Ihren Gegner entwaffnen. Rechte Maustaste halten und dann linke Maustaste drücken.
Die Hallen von Nero, den Schrein des Romulus finden. Neros goldenes Haus. Neros goldenes Haus, vielleicht das beste Beispiel für die Ausschweifungen frührömischer Kaiser. Nero ließ dieses protzige Monster nach dem großen Feuer von Rom errichten. Auf mehr als 80 Hektar verfügte dieser gold- und juwelenbesetzte Palast über eigene Weingärten, Weiden mit Vieh, Wälder und einen künstlichen See. Darüber hinaus ließ Nero eine 35 Meter hohe Bronzestatue von sich selbst vor dem Haupteingang aufstellen, um jeden Zweifel zu beseitigen, wem dieses Gebäude gehört. Der Palast war bekannt als Partyvilla und unter den mehr als 300 Räumen war kein einziger Schlafraum. Was? Die Liste der lächerlichen Extravaganzen ließe sich endlos fortsetzen, aber ein von Sklaven betriebener Mechanismus sticht heraus, mit dem die Kuppel über dem großen Speisesaal wie die Erde ständig bewegt wurde, während Rosenblütenblätter auf Neros Gäste herabregneten. Oh mein Gott, das ist echt krank. Vielleicht sollte man sich mal eine Doku über Nero reinziehen, das schien mir ein ziemlicher Freak zu sein. Einen Weg in die unterirdischen Ruinen finden. Okay. Diese komischen Seitwärtssprünge sind auch immer ganz lustig, weil man immer gar nicht so richtig weiß, ist das jetzt die richtige Richtung? Springe ich da in die richtige Seite oder eben nicht? Manchmal springt man dann auch einfach ins Nichts rein. Ist mir zumindest bei Assassin's Creed 2 manchmal passiert. So, Hebel ziehen! Ei, ei, ei. Was passiert jetzt? Es wird nass. Hoffentlich dieses Mal nicht stinkendes Wasser. Weiter. Ich glaube, auf die andere Seite konnten wir auch noch. Jo. Da gibt es da bestimmt auch noch einen Hebel. Ja. Und jetzt wird das Becken richtig voll und wahrscheinlich geht dadurch irgendein Geheimgang auf. Nein? Ach, wir müssen das gleiche nochmal auf den anderen Seiten machen, sehe ich gerade. Boah, er schreit immer so auf, als wenn er sich irgendwas tun würde, aber die Energie ist dann immer noch gleich. So, wie komme ich denn auf die andere Seite? Nein? Nein? Ah, ich weiß es. Wir müssen einfach von hier oben auf die andere Seite klettern. So. Dann machen wir quasi das gleiche Spiel verkehrt auf der Seite, was wir auch auf der anderen gemacht haben. Okay, dieses Mal haben wir Energie verloren. Was wir auch auf der anderen gemacht haben, das hat gerade leider nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das habe ich gemeint. Man denkt halt manchmal einfach, okay, da kann man jetzt hinspringen. Und dann ist das gar nicht der Fall. Ich glaube, ich muss hier lang, alles klar. Das wäre doch auch mal geil, oder? Im frührömischen Reich? Assassin's Creed im frührömischen Reich? Das könnte ich mir auch lustig vorstellen. Ja, Nummer 3 und gleich kommt Nummer 4. Und dann können wir wahrscheinlich erstmal baden gehen. Zack, die Bohne. Oh, ich wollte doch nichts kaputt machen. Oh, das tut mir jetzt voll leid, wem auch immer das jetzt noch gehören mag. Und falls es überhaupt noch jemanden gibt, der weiß, dass hier unten was ist. Ich wollte es echt nicht kaputt machen. Das tut mir voll doll sehr derb leid. Also das... Sorry. Kann ich hier runterspringen? Ist das genügend? Ich hoffe mal, dass das Wasser... Hallo, spring doch einfach rein. Ich hoffe mal, dass das Wasser... Ja, perfekt! Endlich mal ins Wasser reinspringen. Nice! Nicht immer auf dieses scheiß Heu. Ja, da waren doch Gegner, oder? Okay.
Ja, über sowas kann ich natürlich nicht drüber klettern, weil das wäre zu einfach. Ich brauche richtig schwierige Dinge. Gehen einfach mal dahin, wo es offen ist. Die sind also einfach weg, oder wie? Wo sind die denn hin? Na gut. Wir müssen also einen anderen Weg finden. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir hier oben. Nein, da kommen wir nicht hin. Okay. Irgendwo wird es etwas geben, wo wir hochklettern können. Das ist leider alles. Ah, vielleicht der. Ne, das ist alles zu hoch. Wenn man sich einfach mal komplett verschätzt, wie hoch man mit dem Typ laufen kann. Ach, oder wir gehen einfach hier lang. Das wäre natürlich das Einfachste. Was ist das hier oben? Sammeln wir mal ein. Eins von 101 Borgia-Bannern entfernt. Das ist halt auch sick, ne? Dass man hier immer so viele. Nein, nicht hier hoch. Dass man hier immer so viele Extra-Sachen einsammeln kann, aber da bin ich eigentlich nie ein Freund von. Wenn ich solche Extra-Sachen wie die Federn oder diese Fahne finde, dann nehme ich sie natürlich mit, aber ich bin niemand, der das Spiel jetzt so lange spielt, bis er alles eingesammelt hat. Was ist denn das hier? Ein Bild? Okay. Wo geht's denn lang? Wo muss ich denn lang? Das wird so angeleuchtet. Muss ich damit irgendwas machen? Ich irgendwas übersehen? Ja, nein, vielleicht. Aber hier geht's doch sonst nirgendwo lang. Wo sind denn die Typen jetzt hin? Das ist auch zu. Okay, ich bin gerade etwas überfragt. Ich muss ja höchstwahrscheinlich hier lang. Ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Also ich muss irgendwie hier hochkommen. Okay. Ich muss irgendwie hier hochkommen. Okay, Moment, 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 Moment. Das heißt, dass ich irgendwo hier rausklettern kann. Hier kann ich nicht rausklettern, okay? Dann muss es die andere Seite sein. Die ist ja auch beleuchtet, wie es aussieht. Hier kann ich also rausklettern. Hier muss ich rausklettern können. Schauen wir mal. Wir gehen mal hier hoch. So, ah, sehr schön. Papa Paxis zeigt wieder mal, wie extrem intelligent er ist. Klettern wir da mal raus. Dafür ist auch der Stahlring da. Dann springen wir rüber. Und der Rest sollte kein Problem mehr sein. Und Schwung. Ach so, das Ganze müssen wir jetzt nochmal machen, oder was? Ja. Ah. Kann's aber auch übertreiben. Okay. Und nochmal. Zum Glück hält das Ding mein Gewicht aus und bricht nicht irgendwie ab. Okay, geschafft. Wird sogar Feuer für mich angemacht. Okay, das Feuer ist wohl mehr so eine Art Falle, oder was? Also wird das Feuer eher gegen mich angemacht und nicht wegen mir, oder für, also wegen mir schon, aber nicht um mir zu helfen. Sondern eher um mir das Ganze schwieriger zu gestalten. Ist das Nero, auf dem wir gerade stehen? Könnte es sein. Tja, dann klettern wir hier mal rüber. Zum Glück sind wir solche artistischen Einlagen gewohnt. Als Assassin. Was? Schafft er das? Er schafft es tatsächlich. Krass. Und glücklicherweise hält auch.
mein Freund, die Statue das aus. Was höre ich denn hier gerade? Hört ihr das? Als wenn ein Timer runterlaufen würde. Ich weiß gerade nicht warum. Die Erinnerung ist innerhalb von 8 Minuten beendet. Ach so, man muss das in der Zeit schaffen, damit ich wieder die volle Synchronisation bekomme. Ach verdammt, ich achte immer nicht darauf, was das Nebenquest ist. Fuck. Schwimmen kann ich ja, oder? Komm ich auch hier hoch? Ne, wir können halt aus dem Wasser heraus keine Wände hochlaufen. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Okay. Das scheint das schon mindestens... Also nein, also wir müssen nicht ins Wasser rein, das kann ich schon mal sagen. Tja, wie kommen wir denn hier rüber? Wahrscheinlich hier hoch? Moment. Wenn ich da oben gucke, dann könnte das schon sein, dass wir da... Oder hier... Gibt's keinen Aufgang. Es kann also nur da drüben sein. Ich hätte wahrscheinlich hier nicht runterspringen dürfen, oder? Ja, wir gehen nochmal auf die Statue drauf. Ach, das ist ja eine andere Statue, sehe ich gerade. Okay. Sag mir das doch. So, jetzt macht das natürlich alles schon viel mehr Sinn. Okay. Muss ich jetzt hier hoch? Hä? Oh nein, so war das nicht geplant. Hä? Moment, ich habe irgendwas falsch gemacht. Nochmal. So. Ah, das war der Fehler. Wir müssen direkt hier oben bleiben. Er muss eine Kraft in den Arm haben, ey, das gibt's gar nicht. Und das, obwohl er verletzt war. Oha, ich dachte jetzt echt, wir fallen runter. Okay. Nein, falsche Richtung. Oh mein Gott, das tat weh. Wahrscheinlich kann ich nicht einfach so weitergehen, oder? Doch, kann ich. Ich könnte halt den anderen Weg nehmen, um diese Fahne noch zu holen. Aber wie gesagt, das ist mir halt echt nicht wichtig, diese Fahnen. Ich wäre sowieso, also in meinem Spiel werde ich sowieso nicht alle 101 Fahnen sammeln. Deswegen ist es eigentlich ziemlich egal, ob ich jetzt eine auslasse oder nicht. Sehr schön. Und die tun wir so, als wenn sie Wölfe wären oder was. Oder Werwölfe. Checkpoint erreicht. Okay. Dann müssen wir wohl hier rauf. Oder sind wir von hier gekommen? Ja, wir sind von hier gekommen. Okay. Dann müssen wir doch nicht hier rauf. Ach, dieses Gestöhne jedes Mal, wenn er ein bisschen hinfällt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei den Vorgängerversionen schon genauso war. Hier geht's aber nicht weiter. Hier wurde mal gespeist und geschmaust, aber obwohl die Kerzen noch brennen, sieht das Essen ziemlich alt aus. Hier brennen auch noch ein paar Kerzen. Kletter einfach mal hier rauf, aus Prinzip. Guck mal mir die Umgebung an. Aha. Oh, das war wohl nicht ganz das, was der Sinn war. Ah.
Ach, haben wir ein Glück, dass immer irgendwas an den Wänden hängt, sodass wir halt auch weiterklettern können. Man stelle sich vor, dass diese Vorsprünge nicht da wären. Das war knapp, aber es hat auch für Lärm gesorgt. Okay. Waren wir in dem Raum nicht schon mal oder kommen wir das gerade nur so vor? Hä? Ach fuck, ich hätte da oben weiterklettern müssen, darüber wahrscheinlich, oder? Irgendwie? Ach, bin ich dumm. Aber zum Glück sind die Steine runtergefallen, deswegen konnte ich jetzt auch von der Seite ran. Was? Hallo? Was war denn jetzt falsch? Hä? Warum hat denn das gerade eben nicht geklappt? Was war denn da wieder los? Was muss ich jetzt machen? Was? Kann der echt so weit rüberspringen? Okay, probieren wir es mal. Krass. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie weit der teilweise springen kann. Vor allem aus solchen Situationen heraus. Oh, da liegt sogar eine Kiste. Die würde ich gerne nehmen. Wie nehme ich die mit? Ach, keine Ahnung. Tja, dann lassen wir die Kiste eben. Ist eh nur Geld drin. Unten war auch noch eine Kiste. Die nehmen wir aber mit, wenn sie einmal vor unseren Füßen liegt. 456, yay. Okay, und ich würde sagen, bevor wir da reingehen, machen wir mal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren. Bestimmt gibt es dann wieder viele Kämpfe. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben. Man wird euch loben. Euer Paxis. Tschö, tschö.